Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich darf Sie wieder ganz herzlich hier auf LAT.TV begrüßen. Der Winter, der hat uns doch noch fest im Griff. Die Kälte war jetzt ziemlich groß und ist auch ziemlich groß, aber ich glaube, jetzt wird es Zeit und der Frühling wird langsam einziehen. Die Natur hat wieder alle Möglichkeiten, sich zu entwickeln und wir haben schon vorgeplant für den Frühling. Wir haben schon geschaut, dass die Pflanzen wieder organisiert werden, dass wir schon wissen, wo was gesetzt wird. Mit der Firma Gattler haben wir hier schon gut zusammengearbeitet, die uns auch beim Setzen hier helfen wird. Und es wird wieder vorbereitet für einen guten Start in eine Saison. Danke auch allen, die mithelfen, die Beete hier zu pflegen. Wir haben wirklich so viele wunderschöne Beete. Der Verschönerungsverein arbeitet hier wunderbar, aber auch viele Einzelpersonen, die bereit sind, hier ihr Beet vor dem Haus ein bisschen zu pflegen, das hilft wirklich sehr und gibt ein sehr schönes Bild. Und wenn es dann losgeht mit dem Garteln, wenn wieder alles sprießt und wächst, da freuen wir uns ja alle natürlich ganz drauf, aber da kommt natürlich auch wieder Strauchschnitt, Grasschnitt und auch Baumschnitt. Und ich habe Ihnen ja versprochen, dass es mir ein ganz großes Anliegen ist, dass Sie diesen Strauch, Gras und Baumschnitt auch wieder gratis anliefern können und hier lagern können, dass wir es dann weiterleiten und dass die Firma Berthold hier sich darum kümmert, dass er entsorgt wird. Und das soll es ja wieder am Rohrscheibel geben. Ich habe schon alle Parteien davon informiert und es gibt auch schon die ersten Beschlüsse im Stadtrat dazu. Und ich denke, auch im Gemeinderat werden alle hoffentlich hier auch mitgehen, denn mir ist es ein großes Anliegen. Alles ist vorbereitet. Wir haben hier im Haus die Behördenwege durchgeführt, darauf geschaut, dass sie dort alles gut wieder abliefern können und dass das mit dem Tag der Stadtverschönerung dann losstartet und hier auch wieder gratis abgelagert werden kann. Und Sie bekommen da sicher noch nähere Informationen dazu, aber alles ist im Laufen. Da mussten wir ja schon, sobald wir es erfahren haben, beginnen, denn die Behördenwege und auch die Vorbereitungsarbeiten, die natürlich notwendig sind, damit so etwas genehmigt wird, wieder in neuer Form, weil es ja neu genehmigt werden muss, das hat natürlich einen gewissen Fristenlauf. Aber ich habe es versprochen und das wird natürlich auch gehalten. Auch in den Parks wird wieder viel geschaut, ein paar Eschen mussten wir wieder schneiden und es wird auch das eine oder andere noch zu tun sein. Bei den etwas größeren Bäumen holen wir uns immer auch Experten dazu. Es ist ja schade, jeden Baum, den wir schneiden müssen, der gesund ist, aber manchmal ist es einfach nicht möglich, das wirklich anders zu tun. Und so freue ich mich auch immer wieder, dass wir neue Bäume nachsetzen können. Sie werden wieder wachsen und werden uns wieder freuen, wenn sie sich gut entwickeln. Ja, in der Natur draußen kommt dann auch das Garteln wieder. Das kann man hier ja bei uns auch wieder machen. Also wenn Sie das interessiert, melden Sie sich bei uns. Sie können hier so einen Teil anpachten zu ganz geringen Kosten und können hier dann beginnen zu garteln, auch wenn Sie eine Wohnung haben und sagen, ich möchte das einfach einmal ausprobieren, ich möchte hier dabei sein, ich möchte ein bisschen was anbauen. Und auch natürlich das grüne Band wird jetzt dann wirklich sich schon weiterentwickeln. Gut, hier können Sie auch schon schauen, wir haben ja so viele Bäume gesetzt, haben uns ja Anrainer mitgeholfen und Freiwillige. Und wir vom Bauhof haben hier gute Arbeit leisten können. Und hier gibt es ein tolles Bild zu sehen. Also ich bin schon gespannt, wenn es hier grünt und blüht. Das ist auch eine schöne Sache, hier spazieren gehen zu können. Und da haben wir hier viele, viele Möglichkeiten. Und die sind vor allem für Sie, für unsere Bürgerinnen und Bürger da, diese Möglichkeiten. Ja, und Natur ist für uns ganz ein wesentlicher Schwerpunkt. Diese geschützte Natur, da kümmern wir uns wirklich darum, weil es ja natürlich unserer Gesundheit gut tut, wenn wir viele Naturräume haben, wo wir uns erholen können. Und wenn ich beim Thema Gesundheit bin, dann ist das PVE. Es hat da verschiedene Namen schon dazu gegeben. Das ist die Primärversorgungseinheit, wie auch immer man es im Moment bezeichnet. Jetzt heißt es gerade wieder der offizielle Begriff PVE. Primary Healthcare Center hat es eine Zeit lang auch geheißen und heißt es immer noch. Das habe ich Ihnen ja auch gesagt. Hier setze ich mich intensiv dafür ein. Ich war mit einigen bei Symposien dabei, wo wir uns wirklich intensiv mit der Ärztekammer, mit den Kammern allgemein, mit den Kassen auseinandergesetzt haben, viele Gespräche geführt, weil wir sagen, hier der ländliche Raum braucht eine ärztliche Versorgung. Und Sie haben es ja gemerkt, wir waren eine der ersten Gemeinden, die ganz besonders auf sich aufmerksam gemacht haben, in allen möglichen Medien und gesagt haben,
passt hier auf, der ländliche Raum braucht Ärzte. Und wenn Sie heute schauen, haben viele, viele andere Gemeinden haben sich angeschlossen und haben gesagt, ja, das Thema, das wird heikel werden. Da gab es einige bei uns noch, die gesagt haben, ja, das ist kein Thema und das braucht man nicht. Ich habe auch in einer Zeitung lesen können, da werden falsche Hoffnungen geschürt. Nein, es werden keine falschen Hoffnungen geschürt, sondern es müssen neue Modelle überlegt werden. Was auch immer schuld daran ist, dass die Ärzte nicht mehr in den ländlichen Raum kommen, man muss neue Wege gehen und man kann einfach nicht immer nur an dem hängen bleiben, was es gibt. Ich freue mich über jeden Arzt, der zu uns kommt und bin dankbar für alle, die hier hervorragende Arbeit leisten. Und ich denke, es ist ein schönes Zusammenspiel der Kassenärzte und der Wahlärzte, die wir ganz dringend auch brauchen, weil sie hervorragende Arbeit auch leisten. Aber man wird vielleicht auch in Zukunft neue Wege gehen müssen. Und diese Wege müssen wir zumindest uns absichern. Und daher ist es uns gelungen, bei den Ersten dabei zu sein, wir haben uns beworben um dieses PVE, um diese Primärversorgungseinheit. Wir haben auch hier gute Gespräche schon führen können und wir wollen das umsetzen. 14 sollen ja in Niederösterreich kommen, solche Zentren. Da ist natürlich jetzt ein gewisser Zeitrahmen noch, bis das dann wirklich auch zur Umsetzung kommt. Aber jetzt geht es darum, was braucht es noch? Wir haben in La beste Voraussetzungen, haben uns auch wirklich darum gekümmert, alles vorzubereiten und gut herzurichten, dass auch in Zukunft die ärztliche Versorgung ganz gut gesichert ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch hier gilt wieder, ich habe es Ihnen versprochen, dass wir dabei sind bei dieser Bewerbung, dass wir diesen Weg gehen, konsequent, Schritt für Schritt. Und auch wenn es den einen oder anderen so vorgekommen ist, als was sind denn das immer für Ideen, das brauchen wir ja alles nicht. Es ist wichtig, nach vorzuschauen, Visionen zu haben, zu sagen, ja, das ist notwendig für unsere Stadt. Im kleinen Bereich, aber auch im ganz großen. Und auch da, denke ich, sind wir auf dem besten Weg. Sie können sich darauf verlassen, dass ich auch weiterhin mit meinem Team daran arbeite, dass auch die ärztliche Versorgung eine gute auch in Zukunft bleiben wird. Ja, und ich freue mich auch, dass das Miteinander so gut funktioniert. Auch da habe ich Ihnen schon erzählt, wir haben uns die Zentrumsförderung angesehen und haben gesagt, viele haben ja diese Zentrumsförderung in Anspruch genommen, es sind Betriebe dazugekommen, da habe ich mich auch sehr gefreut darüber. Es ist nicht einfach, den Stadtkern zu beleben, das ist nun mal so, aber nicht nur bei uns, sondern ich sage, das ist ein Phänomen, das wir überall in den Städten entdecken können, weil große Geschäfte und der Internethandel natürlich auch eine bedeutende Rolle spielt und der eine oder andere eben kleine Geschäfte leider Gottes nicht so sehr schätzt. Wir brauchen aber all diese Geschäfte und daher gab es diese Zentrumsförderung schon. Wir haben uns jetzt überlegt, wie könnte man sie noch einmal wieder neu anpassen. Das machen wir ja immer wieder und ich habe zu interfraktionellen Sitzungen eingeladen, darf mich bei allen Parteien bedanken. Alle waren dabei, natürlich immer Vertreter, zwei Vertreter der Parteien jeweils und wir haben gute, schöne Gespräche gehabt. Sie haben sich gut eingebracht, das Miteinander funktioniert und ich glaube, auch hier sind wir auf einem sehr guten Weg, denn ich glaube, in allen Bereichen ist es notwendig, gut zusammenzuarbeiten, die Ressourcen zu bündeln und hier sich gut einzubringen. Und in Wirklichkeit kommen wir dann immer zu einem guten gemeinsamen Ergebnis, das nicht anders ist wahrscheinlich, aber vielleicht doch auch den einen oder anderen Aspekt noch dazu bringt. Wir müssen es im Haus selbst dann erarbeiten, aber es bestätigt auch die Arbeit, die hier im Haus gut geschieht. Und auch da darf ich meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die hier gut und sehr gut arbeiten, ein herzliches Dankeschön sagen. Ja, und dann wird jetzt wird's wieder losgehen mit der Bautätigkeit. Ich habe Ihnen ja schon erzählt, dass es notwendig ist, dass Sie sich bitte erkundigen, was darf man bauen. Hier gibt es sehr viele gesetzliche Vorgaben, an die man sich halten muss, auch wir natürlich. Bitte kommen Sie vorher zu uns aufs Bauamt. Der Bauamtsleiter, der Herr Winkler, ist hier wirklich mit seinem Team perfekt vorbereitet. Fragen Sie einfach, was brauche ich? Also er hilft Ihnen hier auf jeden Fall weiter. Auch hier gibt es gewisse Fristenläufe. Man kann also nicht gleich sagen, das wird morgen umgesetzt, wir brauchen das Gebietsbauamt immer wieder auch dann dazu und das dauert manchmal, da können wir natürlich so tun, bei uns alles tun, dass es ganz, ganz schnell ist, aber andere Fristenwege können wir leider gar nicht beeinflussen, können nur bitten, dass es schneller geht, aber manches hat eine gewisse Zeit und das können wir einfach nicht ändern. Also rühren Sie sich bitte, denn da wird es auch wieder einiges geben und wir merken ja schon, es wird gebaut, wir sehen auch am Stadtplatz,
dass hier das Gasthaus Kofler jetzt schon weg ist. Ja, die Wehmut ist immer noch da, aber ich sehe auch hier nach vor und freue mich, dass die Familie Stoiber hier ein wunderbares Objekt sicherlich aufstellen wird. Auch hier denke ich, können wir sehr froh sein. Es ist eine Belebung des Stadtzentrums wichtig für uns und auch hier freue ich mich, dass sich vieles tut. Aber auch viele andere Bautätigkeiten und viele andere Betriebe sind hier aktiv tätig. Auch hier ein Dankeschön dafür. Und wir merken, wir haben ein kleines Bevölkerungsplus. Da sind wir bei jenen dabei, die sich sehr glücklich schätzen dürfen. Und gerade hier in der Grenzregion sind wir hier top und können stolz auf uns sein. Und das zeigt, dass wir hier eine hohe Lebensqualität haben und sehr froh und zufrieden sein dürfen. Und das merkt man eben auch. Es kommen Reihenhäuser beim alten Pflegeheim, das es ja früher gegeben hat, wo jetzt schon Wohnungen sind. Das hat ja eine Genossenschaft auch gehört und das wird jetzt hier weiter, ist hier weiter verkauft worden und hier entstehen Reihenhäuser. Das ist auch eine gute Entwicklung. Reihenhäuser sind bei uns sehr, sehr beliebt. Aber falls Sie Bauplätze brauchen oder Ähnliches, auch hier gibt es natürlich noch genug. Auch Wohnungen sind immer wieder frei. Also ein schönes, gutes Zeichen, dass La an der Thaya, die Großgemeinde mit den KGs, ein schöner Ort zum Leben und zum Wohnen ist für unsere Kleinsten, aber natürlich auch für unsere Ältesten, die hier einen schönen Lebensabend genießen können, für alle Familien, weil es viele Bildungsangebote und Freizeitangebote gibt und auch immer mehr Arbeitsplätze. Da bin ich auch der Wirtschaft sehr dankbar dafür, denn ohne die würde sich keine positive Entwicklung einfach ergeben. Herzliches Dankeschön dafür. Ja, und wir verstehen es hier in La an der Thaya schwer zu arbeiten, auch für die gesamte Region im Land um La. Auch hier gibt es eine hervorragende Zusammenarbeit und das Team der Bürgermeister hier im Land um La arbeitet wirklich auch intensiv daran, dass wir uns weiterentwickeln. Eine Stadt braucht eine ländliche Umgebung und die ländlichen Gemeinden brauchen eine Stadt. Auch hier ein gutes Miteinander und da bin ich sehr froh darüber. Ja, und immer soll nicht nur gearbeitet werden, es gibt auch viele Feste und ich darf Ihnen auch unter anderem zum Beispiel sagen, wir werden auch in Zukunft mehr Veranstaltungen für Kinder machen. Da haben wir schon gute Überlegungen dazu. Der Gryffolo, den es ja jetzt dieses Wochenende gibt, ist komplett ausverkauft. Wir würden noch viele Karten brauchen und auch hier sehen wir den Bedarf und freuen uns, dass so gut angenommen wird. Die Almgelobung am 16.03. wird jetzt sicherlich sehr schön werden. Sie hätte ja im Jänner sein sollen. Ich glaube, da werden wir alle fast erfroren. Da ist der März schon ein besserer Termin. Und zum Tag der Stadtverschönerung am 17.03. darf ich Sie wieder ganz darum bitten, dass Sie uns mithelfen, dass wir hier gemeinsam unsere Stadt und unsere KGs wieder auf Hochglanz bringen. Danke jetzt schon dafür. Auch hier ist das Miteinander gut erkennbar. Und am 14.04. im April gibt es dann unser Burgfest. Das heißt, der offizielle Start dann auf den Turm hinaus gehen zu können. Sie können sich das alles dann anschauen und können hier, wenn Sie wollen, in historischen Kleidern oder in Verkleidung auch mit uns feiern. Ich denke, die Burg ist in unserem Wappen drinnen. Sie gehört den Lahn und den Lahrinnen und sie wird Schritt für Schritt weiterentwickelt. Und auch hier ist das gute Miteinander ganz gut zu sehen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute und freue mich, wenn wir uns wiedersehen, entweder hier auf LaTV oder einfach draußen irgendwo in der Stadt, in den KGs oder auch sonst wo. Alles Gute!